Hallo, mein Name ist Tobias und ich möchte euch heute ein bisschen über den neuen Abercrombie & Fitch in München erzählen und so meine Erfahrungen mit euch teilen. Also, es gibt ja drei Stores, dann mit dem Store in München in Deutschland, und zwar in Düsseldorf auf der Königsallee, in Hamburg in der Alten Post und halt dann auf der Sendlinger Straße in München. Ich war schon in beiden deutschen Stores, die aktuell geöffnet haben, und zwar in Düsseldorf, logischerweise in Hamburg. Ich war sogar ganz kurz nach der Eröffnung in dem in Düsseldorf. Da muss ich zugeben, wusste ich noch gar nicht, was Abercrombie & Fitch ist. Ich hatte die Klamotten, hatte mir die ganz oft hat mir die jemand mitgebracht, aber ich kannte den, wusste gar nicht, was das für ein Laden ist. Egal. Auf jeden Fall wird der Store in München, glaube ich, der größte in Deutschland mit über 3.300 Quadratmetern Shoppingfläche. Der bietet sogar Platz für Abercrombie & Fitch und Abercrombie Kids. Genauso wie der Store in Düsseldorf, der in Hamburg hat ja nur Abercrombie, also die Männermarke sozusagen. Männermarke, die Erwachsenenmarke meine ich natürlich. Entschuldigung, weil ich jetzt hier die ganze Zeit den Mann sehe. Ich wollte mal so euch erzählen. Also, wenn ihr am Eröffnungstag da sein wollt, dann habt ihr auf jeden Fall schon vorher wahrscheinlich mal geguckt, wo der ist. Und dort werden euch die, wenn ihr jetzt eine Woche vorher geguckt habt, die ganzen Männer aufgefallen sein, die um den Store rumstehen, damit wahrscheinlich freiem Oberkörper oder so. Denn so macht Abercrombie & Fitch Werbung für seinen Store, dass man sich mit denen fotografieren lassen kann und dass sie euch vielleicht auch ein bisschen Informationen über den Store geben können. Also, wenn ihr jetzt eine Woche vorher guckt, könnt ihr den Store, glaube ich, kaum verfehlen. Der Opening Day, steht ja hier, ist am 25. Oktober. Das ist ein, lasst mich nicht lügen, ich glaube, Donnerstag, genau, Donnerstag um 11 Uhr. Mein Tipp, stellt euch früh an, wenn ihr tatsächlich mit als Erste in den Store wollt, denn das ist, da ist oft, sind oft viele Leute, auch wenn der Hype um die Marke ja deutlich nachgelassen hat, wenn man sie jetzt einfach auch in Deutschland bekommt. Stellt euch trotzdem früh an. Und ich schwöre euch, eine Woche später läuft jeder mit dem Tütchen rum. Jetzt auch. Da seht ihr das Tütchen. Das ist ziemlich krass. Also, und ich denke, dann nach ein paar Monaten wird der Hype auch schon wieder deutlich weniger. Mein Tipp, wenn ihr nicht am ersten Tag reinkommt, nehmt euch die Zeit und geht am besten irgendwann unter der Woche hin, vormittags, weil am Wochenende stehen die euch da. Selbst nach einem halben Jahr stehen die da Schlange. Das ist auch in Düsseldorf so, das ist in Hamburg so. Also ich bin öfters da, wenn da keine Schlange steht. Allerdings, ich kenne es jetzt nur aus Düsseldorf, weil da kaufe ich schon recht viel ein. Macht euch darauf gefasst vor den Umkleidekabinen. Es gibt viel zu wenig Umkleidekabinen, immer. Da ist auch immer Schlange oder also meistens die Schlange. Und auf jeden Fall vor den Kassen. Das heißt, bringt Zeit mit, wenn ihr jetzt sagt, ich möchte mir eben auf den Sprung ein T-Shirt kaufen, dann geht das meistens nicht. Besonders nicht am Wochenende. Ja. Was kann ich euch noch erzählen? Also, achso, ich habe auch gelesen, also Hollister soll auch eröffnen, aber nicht dort. Und es wird mehrere Hollister geben, es wird nur den einen Abercrombie geben. Für Leute, die gar nicht wissen, was Abercrombie ist, das ist eine amerikanische Modemarke, die 1892, Entschuldigung, gegründet wurde, damals noch Abercrombie & Co. Und war damals ein Fischerausstatterladen und war auch damals recht erfolgreich und wurde dann, Herr Fitch halt irgendwann war dann der erste größte Kunde und der hat dann Anteile an der Firma gekauft und wurde dann irgendwann auch umbenannt in Abercrombie und Fitch. Und ja, das Unternehmen war eigentlich immer sehr erfolgreich und ging dann auch irgendwann an die Börse. Nur irgendwann hat dann der Erfolg nachgelassen und irgendwann hat Mike Jeffries, der heutige Chef, der aus Abercrombie und Fitch das gemacht, was es heute ist, eine Kultmarke, mit diesen dunklen Stores, also jetzt kann ich euch nochmal erzählen, wie das so aussieht, die sind innen sehr dunkel halt, viel Parfum, und zwar das Parfum Fierce, was ja so wild, leidenschaftlich auf Deutsch heißt. Also ich liebe das Parfum. Einige sagen aber auch, es riecht sehr penetrant. Und in Hamburg gab es schon Beschwerden, weil man es aus der ganzen Einkaufsstraße riecht. Der Kö geht so.
und halt viele, sehr, sehr viele Mitarbeiter. Falls jetzt zufällig, das würde mich mal interessieren, wenn ein Mitarbeiter, also ein zukünftiger Mitarbeiter von Abercrombie, das hier gerade mal zufällig guckt, dann schreibt mir doch mal in die Kommentare, vielleicht auch nach der Eröffnung, wie denn so der Eröffnungstag war, weil ich kann es mir ja leider nicht angucken. Ich kann euch auch nicht berichten, wie das da ist. Also wenn irgendeiner von euch was weiß, schickt, keine Ahnung, schreibt, hinterlasst einen Kommentar, auch wenn nach der Eröffnung des Stores und oder postet mir, wenn ihr Google Plus habt, auf meine Google Plus Seite, die verlinke ich euch unten gleich nochmal in der Infobox oder könnt ihr dann auf den Link klicken, da würde ich mich ganz riesig freuen. Aber jetzt nochmal zurück zu Abercrombie. Mike Jeffries ist der Boss, könnt ihr auch mal googeln, der Typ ist ziemlich cool, finde ich, für Mitte 60 und er ist der CEO und hat halt, es ist ein sehr strenger Laden. Also ich kann euch mal so ein bisschen darüber erzählen. Die Klamotten müssen zum Beispiel mit dem Parfum tatsächlich eingesprüht werden. Ich weiß nicht, wie viel Parfum die da an einem Tag benutzen müssen. Keine Ahnung. Aber es hat geholfen. Also das Konzept ist einfach dunkle Läden, laute Musik, hübsche Mitarbeiter und eine aufgeheizte, ja, schon fast sexy Stimmung, kann man mal sagen, glaube ich. Also Jeffries hat eigentlich erkannt, Sex Sales. Egal. Aber das Konzept hat sich, in Amerika ist es schon deutlich der Hype weg. Es gibt zwar immer noch die Schlangen, aber es gibt in Amerika einfach zu viele Stores und auch die Marke Hollister ist dort deutlich erfolgreich, weil sie halt günstiger ist. Auch in Deutschland ist Hollister deutlich weiter verbreitet. Ist halt günstiger. Abercrombie und Fitch kann man preislich mit Tommy Hilfiger vergleichen, obwohl es meist günstiger ist als Hilfiger. Also es ist schon ein ziemlich hohes Preisniveau und ich war jetzt neulich nochmal da, habe mir drei T-Shirts gekauft und habe knapp über 100 Euro bezahlt. Sprich 34, 38 und 38 Euro für ein T-Shirt. Das ist schon ziemlich extrem. Muss man wissen, ob man das mag. Jo. Abercrombie Kids, kann ich euch auch nochmal ganz kurz erzählen, ist eine Kindermarke von Abercrombie, die deutlich günstig ist. Also wenn ihr in der Kindergröße noch 164 habt, dann mein Tipp, kauft unbedingt bei Abercrombie Kids, wenn es euch passt. In XL oder in anderen Größen, ich weiß ja nicht, weil die sind viel günstiger, zum Beispiel. Ich kann es noch mal vergleichen. Ich habe mir neulich so eine Jacke, so eine Jacke gekauft. Keine richtige Jacke, so eine Sweatshirt-Jacke. Für 98 Euro. Meine Schwester kam 2 Wochen später mit der gleichen Jacke von Kids für 34 Euro wieder. Da ärgert man sich dann natürlich. Aber egal. Das ist es dann eigentlich gewesen. Wenn ihr noch Fragen zu Abercrombie habt, postet sie mir. Wie gesagt, ihr könnt auch, habe ich noch nicht gesagt, ich sage immer wie gesagt, das meine ich dann nicht ernst. Ihr könnt natürlich weiterhin, wenn ihr nicht in München oder so gut im Online-Shop bestellen, nur mein Tipp, wenn ihr einen Laden vor der Tür habt, geht in den Laden, denn 10 Euro Versandkosten sind schon ziemlich viel. Ja, das war's mit dem Video. Ich wünsche denen, die am Eröffnungstag oder irgendwann mal da sind, ganz viel Spaß. An alle anderen, gebt mir Tipps, wie das Video war. Sagt mir, wie das Video war und gebt mir Tipps, was ich besser machen kann. Ihr seht, es ist erst mein zweites Video. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.